Die tschechische Polizei hat ein Video von einer Razzia gegen ein kriminelles Netzwerk veröffentlicht. Der Einsatz war Teil einer gemeinsamen Aktion mit den griechischen Behörden gegen insgesamt drei Gruppen, die Ausweisdokumente gefälscht und Flüchtlinge in die EU geschmuggelt haben sollen. Die Dokumente wurden für bis zu 3.200 Euro an illegale Flüchtlinge verkauft. Insgesamt wurden 29 Personen festgenommen. Dieses spezielle Netzwerk umfasste zwei Organisationen, die gemeinsam illegal Flüchtlinge transportierten, so ein Sprecher der griechischen Polizei. Sie nutzten dabei hauptsächlich gefälschte und gestohlene Reisedokumente und Flugtickets. Die Organisationen waren über einen Zeitraum von 2 Jahren tätig. Zwei Gruppen operierten von Athen aus und bestanden aus Sudanesen bzw. Bengalen. Die Mitglieder der dritten Gruppe kamen aus ehemaligen Sowjetrepubliken. Sie schickten gestohlene oder verloren gegangene Ausweis- bzw. Reisedokumente an die Organisationen in Athen. 7 Flüchtlinge, die im Besitz gefälschter Dokumente waren, wurden festgenommen.